Liver, direkter geht es nicht hier bei Elon Mobs. Ja, schöne Grüße hier vom 31.03. Es ist Osterzeit. Natürlich möchten wir euch mitnehmen. Wer Lust darauf hat, bleibt dran. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Jan, was machst du da Schönes? Mann, für den Osterhase. Wann kommt der Osterhase? Morgen. Morgen kommt der Osterhase. Müssen wir dann wie Nikolaus, müssen wir dann Schuhe putzen? Nee, diesmal nicht, ne? Was wollen wir dann machen? Vielleicht Eier suchen? Ich aber alleine. Du willst ganz alleine oder mit dem Milo zusammen? Ganz alleine. Okay, alle Eier gehören dir, Mann. Ja, während der Mian hier noch fleißig am Vorbereiten ist, Mops, ist es vielleicht auch für Milo, der jetzt gerade eben schläft, das erste Mal Ostern, oder? Ja, das habe ich gerade schon zu Mian gesagt. Milos erstes Osterfest steht an. Cool. Der Osterhase denkt natürlich an alle Kinder, auch an kleine Babys, ne? Also von daher, ja, wir haben ja ganz, ganz viele Kinderzuschauer, die sich ja wahrscheinlich heute auch... Das Video kommt ja, es ist jetzt heute Samstag, morgen ist Sonntag. Also zu dem Zeitpunkt, heute ist ja Ostersonntag und ganz, ganz viele Kinder haben vielleicht heute Morgen schon Ostereier gesucht und schon ganz viel Schokolade gegessen und Eier gegessen. Ihr könnt ja mal so berichten, wie ihr so das Osterfest mit euren Kindern feiert. Ja, übrigens viele Grüße an alle kleinen Kinderzuschauer, die wir haben. Genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen heute mal so ein kleines Oster-Special, also mal einfach zeigen, wie wir hier unser Ostern mehr oder weniger verbringen und wollten mal aktuelle Ostergrüße an euch senden, ne Mian? Ja, Mian freut sich schon, ne? Ja, genau, der freut sich schon. Wir werden schon fleißig die ganzen Tage, werden die Tage gezählt, wie viele Nächte man noch schlafen muss. Wie oft müssen wir jetzt noch schlafen, Mian? Bis Ostern? Wie oft? Zeig noch einmal mein Bild. Also das Bild nochmal zeigen. Achso, ja, natürlich, ja, es klar. Ist jetzt fertig geworden. Das Bild hier ist jetzt fertig. Schaut euch das mal an. Also Mian hat sich ganz doll Mühe gegeben. Das wird der Osterhase auf jeden Fall vorfinden. Ja, genau. Also das Osterhase hat der Illo geschrieben. Genau. Aber für und von Mian hat er selber geschrieben. Ja? Ich muss mal noch einmal schlafen zum Ostern. Wow. Genau. Und was macht man dann bei Ostern? Eiersuchen, genau. Hast du denn Eiermops? Das macht doch der Osterhase. Achso, nee, ich meine, so haben wir irgendwie Ostereier. Du isst ja keine Eier, deswegen. Also ich esse keine Eier pur, muss ich sagen. Also jetzt im Kuchen und Süßigkeiten drin, ja, aber irgendwie pur nicht. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Eier. Die drüben haben auch keine Eier mehr. Aber die Nachbarn haben Ostereier. Vercheckt. So oder so, ne? Wie ist so deine Osterdeko? Möchtest du jetzt drauf rumreiten? Nein, ich wollte nur mal fragen. Einfach. Das ist sehr, sehr nett gerade, wie du uns darstellst als Eltern. Hello? Wenn ich jetzt hier anfange, Osterdinge an ein Fenster zu kleben, bist du der Erste, der sagt, mach weg. Ne? Jetzt sagt er so, och. Nein, ich muss sagen, wir haben es echt so ein bisschen, warte einen Moment, wir haben es so ein bisschen echt vercheckt. Ich weiß nicht, ob wir heute noch irgendwie die Möglichkeit haben, Eier zu bekommen. Dann würden wir einfach auch Eier kochen und bemalen. Das weiß ich nicht, aber... wir halten Ausschau auf jeden Fall. Ja, wir halten Ausschau und man kann auch so Ostern Spaß haben. Wir haben auch heute vor, vielleicht noch einen Osterfilm zu gucken, ne? Das war so unsere Überlegung, gemeinschaftlich noch gemeinschaftlich, Familie, genau. Und ja. Und Ben auch noch. Und der Ben. Ben guckt auch noch den Osterfilm. Also Ben ist der Sohn von Daniel und Isabel. Genau, der Nachbars, dessen Kind. Mal schauen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall nehmen wir euch natürlich mit. Es wird wahrscheinlich hier strahlende, schätze ich mal, Augen geben. Und der Osterhase wird sich sicherlich freuen. Wir müssen gleich noch das Bild einmal ausschneiden. Und dann legen wir das für den Osterhase hin. Und wenn ich Osterhase wäre, ich würde mich sicherlich ganz da freuen. Mist, wir haben vergessen, die Alarmanlage zuzumachen. Mian, was ist los? Ostern ist heute. Und was hast du gesehen von da oben? Überall Eier. Auch eine Überraschung Eier und KitKat. Ja, komm erst mal runter. Lass uns mal gucken, was da los ist.
Eieiei, Mops, bist du auch schon wach? Nein, ich bin nicht. Sieh mal, hier sind überall Eier. Welche Eier denn? So kleine, so weiße. Wir hatten die Eier hier hingelegt. Willst du einen Korb? Hey, brauchst du einen Korb? Warum selbst im Hier ist so eins. Ach ja, guck mal, da liegt eine Schale. Welche Schale denn? Da, an der Tür. Was willst du mit einer Schale an der Tür? Da musst du das reintun. Pikachu-Ei. Hä, welche Schuhe sind denn das? Pikachu-Ei. Oh, cool. Was willst du mit Pikachu-Ei machen? Guck mal, da ist eine Schale. Tu das doch da in die Schale, in die silberne. Hä, guck mal, das sind doch Mamaschlappen. Schatz, nimm die silberne Schale. Warum hat der Osterhase... Wo ist dein Bild, Mian? Hast du dein Bild schon gesehen? Wo ist das Bild denn? Hat der Osterhase das nicht genommen? Wo habt ihr das hingelegt? Was ist das denn für ein Teil? Milo, was ist hier oben los? Er weiß gar nicht, was hier los ist. Milo, du wirst dich auch unterlassen. Was sammelst du denn alles? Ich sammle alles, das hier. Aber da war doch bei Mama was im Schuh. Das kannst du doch dir nicht dann irgendwie. Habe ich auch Schuhe irgendwo? Nein. Oh. Ist dann alles für dich? Du darfst doch nicht da oben rumkrabbeln. Was macht der Junge jetzt? Hä? Wo kommt die ganze... Milo, lass, okay? Milo, lass mal. Nein, das packe ich schon mal auf den... Stopp. Wer weiß denn, was hier für Milo ist? Also Quetschi wird für Milo bestimmt sein, hat der Mian ja gerade direkt gesagt. Ein Quetschi wird für Milo sein? Ich habe mir alles packe ich da rein, wenn ich habe das von uns ist. Aber da oben hast du noch was vergessen auf der Arbeitsplatte. Wo? Von der Küche. Guck mal, guck's dir nochmal genau an. Bei der Küche. Ja. Vielleicht. Hey, was hat der Osterhase denn hier gemacht? Ach, hat der schon was vorbereitet? Ist das Kuchen oder was? Der Osterhase, der ist ja drauf hier. Das ist der Brotteig, das weiß der Merlin. Was ist das denn da? Was ist denn das da? Oh, bestimmt für Milo, oder? Ja, das sieht wirklich für Milo aus. Was ist das denn für ein Zeug? Da müssen wir Milo gleich mal holen. Das haben wir doch, hab ich schon gesehen. Oh, guck mal, Damian, guck dir die Küche nochmal an. Welche Küche denn an? Warum? Die Küche. Was siehst du in der Küche nochmal? Guck mal in der Küche. Nee, nochmal. Weiter oben in der Küche. Ach, oben in der Küche. Oh, KitKat. Was denn für ein KitKat? Eieiei, hier ist ja was los. Guck mal hier vorne. Papa, mach mal Rollo runter. Ach, Rollo auch noch runter, oder was? Hey, da ist auch was. Hier vorne, wir hatten hier vorne alles voll gemacht. Oh, der Hase, der war ja fleißig. Oh, yeah. Oh, da vergisst man einmal die Alarmanlage zuzumachen und dann geht's hier so los, oder was? Ich hatte auch die Tür aufgelassen. Ist das ein Fruchtriegel? Das ist bestimmt was für ein Papa. Oder ist das auch für dich? Ich hab zwei Teil. Einen für Milo, einen für Mama. Hä? Und einen für Papa. Oh, ich krieg auch was. Jetzt geh ich gut. Jetzt guckst du denn da? Hä, wer hat denn hier mein Fahrrad, bitte? Wer hat das denn hier vollgelegt? Auch meine Lüge. Mahatma Twiler Monster Truck. Ach du meine Güte. Hat Weiler Fahrfärbe-Monster-Truck. Können wir gar nicht hinterher. Willst du nicht weitersuchen? Gibt's noch was? Oder? Was denn? Wo denn? Ich gucke. Ach, was liegt da beim Papa noch im Schuh? Guck mal, was der Papa da noch hat. Was das denn für Teile? Oh, das ist der Papa doch so gern. Ey, was immer zu liegt ein kleines Ei. Und so viele Eier hier. Oh, der Osterhase hat ja eine Menge was hier hingepackt. Wow. Ja, mittlerweile ist alles ausgepackt. Mian, das erste Ü-Ei hast du schon. Was war in dem Ü-Ei drin? Dino. Ein Dino. Ein wow. Dino zu Ostern, ein Osterdino. Ja, Wahnsinn, das ist... Gib her. Achso, da machst du jetzt... Na, Leute, an. Ihr seht es auch an der Uhrzeit hinten. 7:45, das ist eigentlich noch nicht so unsere Zeit.
Nee, und hast du schon Schokolade gegessen, Mian? Ja, ich hoffe auch, jeder ist heute Morgen richtig aufgestanden. Die Uhr wurde wieder umgestellt. Was haltet ihr von dem Uhrenwechsel? Ist jetzt wieder anders. Jetzt ist natürlich länger hell abends, ne? Das ist natürlich auch super, oder, Mops? Wurde hier überhaupt schon die Uhr umgestellt? Jetzt, wo wir sind, bei uns ist es ja auch umgestellt. Warte mal, im März werden die Gartenstühle rausgestellt. Das heißt, die Uhr wird einen vorgestellt. Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich schon 9:15. Ach, krass. Aber ansonsten ist es ja sonst hier 7:45. Und Mian so, der wurde wach, direkt geguckt. Oh, ich sehe da was, Mann. Der Osterhase war da, der Osterhase war da. Und ich so, Mian, komm, wir schlafen noch. Und dann, ich lege mich nochmal hin. Und dann, oh, warte mal. Und dann habe ich gedacht, wir müssen den Papa wach machen. Mama, darfst du sagen, hier war überall so blaue und andere Dinge. Ja. Habe ich alle eingesammelt. Wow, der ganze Topf ist voll. Gute Ausbeute, oder? Oh, was? Guck mal, der hat das Pikachu-Ei sogar gebracht. Was willst du denn? Komm, packen. Ja, warte, ich will auch mal gucken. Ob noch was vergessen wurde? Ja. Du suchst ja auch gerne. Da vorne, ne? Was noch ist. Da vielleicht. Oh, warte, ist das der Osterhase? Hier klopft es. Das ist der Ben. Ach, das ist der Don von Daniel. Auf. Mach auf. Ja, der Mian zeigt natürlich alles schön. Der will natürlich alles präsentieren. Drüben war der Osterhase noch nicht. Also gut, dass wir hier einen Schlitz auf hatten. Ne? Dann ja, wir haben die Alarmanlage nicht aufgemacht und wir haben den Schlitz aufgelassen. Von daher, aber der Osterhase kann ja auch nicht überall gleichzeitig sein. Ne? Die sind ja jetzt gerade in Vollspurt und von daher kommt der auch ganz bestimmt. Genau, jetzt kann der Milo vielleicht nochmal hier gucken. Ja. Wow, der Mian hat gerade noch das Pikachu-Ei ausgepackt. Und jetzt mache ich das auf. Was ist denn da drin? Oh, da ist schon was runtergefallen. Mein Ei! Nein, das Ei. Ist gar nicht gebrochen. Hä, was ist denn das? Was ist das? Mütze, glaube ich. Ich muss mal gucken. Ja, genau. Hier, guck dir das erstmal an, was da drin ist. Hey, Pikachu. Ein Aufkleber schon mal? Hey, Dengler! Guck mal, ein Aufbügel. Ja, jetzt sehe ich das gerade. Das ist ein Gesicht. Also wie ein Tattoo. Oh, da können die Mama sogar gleich mit dir bügeln. Ja, das kann man auf Kleidung bügeln. So, der Ben ist jetzt draußen unterwegs. Vielleicht gibt es dort noch Überraschungen. Der Mian wird am liebsten mit und helfen. Aber jetzt ist ja erstmal der Milo dran, ne? So, Milo. Wie sagt man? Such. 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 Ja, such. Was denn? Oh, hier, der große Hase weiß immer, dass du gerne an den Thermomix gehst, ne? Oh, guck mal, Milo. Was ist das denn? Siehst du Schuhe aus, Mian? Naja, Mian hat jetzt Schuhe natürlich schon an. Er will am liebsten mit raus und überall helfen und allen Kindern auf der Welt helfen. Ja, also er wird sich jetzt quasi ins Wohnmobil setzen und zu allen Kindern fahren. Wow, oh, vorsichtig. Oh, guck mal, Milo, was ist das denn? Was ist da denn? Oh, es klopft schon wieder, es klopft schon wieder. Vielleicht ist da auch schon was los. Ja, der Ben hatte jetzt noch nichts gefunden, deswegen kommt er noch mal rein. Milo, da hinten ist noch was. Da hinten ist noch was. Nee, die Kamera ist nicht, aber du liebst ja die Kamera. Du und die Kamera, ne? Du die Kamera und die Infos. Da ist das schön. Da oben. Milo, zieh mal da oben. Da oben? So, wir helfen den Milo mal ganz kurz. Milo. Oh, guck mal. Da oben ist was. Kann da was sein? Oh, willst du Aquion trinken? Hey! Ja, du hast... Mal hier, Tim! Hier, Tim, mal eine Schnitte. Noch eine Schnitte? Hey, noch eine für mich. Der Milo hat einfach... Du hast... schon, ich hab schon zwei Schnitten. Was hat er jetzt was gefunden? Das ist deine Schokolade. Das tun wir da mal wieder hin. Milo! Er geht ja immer gerne am Kühlschrank, der Milo, ne? Voll viel. Oh! Oh. Was haben da? Du darfst dir dann auch eine Hälfte. Ein fallen gelassen. Auch ein Fruchtriegel. Es ist natürlich jetzt die totale Reizüberflutung. Also ein Quetschi würde ihnen eigentlich reichen. Aber was sollen wir machen, wenn der Ostermann so reizlich unterwegs ist? Ja, der Osterhase, der bringt... Oh, Mian hat sogar noch was gefunden. Ja, Quetschi. Ich glaube, der Milo ist jetzt fertig. So, aufmachen, Mama. Helfen. Hey, was raschelt denn da? Milo. Ja, Mops hatte jetzt von hinten noch was gesehen. Das hatte sie jetzt mitgebracht, aber Scratchy ist einfach das Highlight heute. Wow.
Wow, was ist das denn, Mops? Was kann das sein? Das sieht aus wie eine Pringelsdose. Also das ist ja der spanische Osterhase, ne? Und der bringt Pringels? Nee, das sind so... ja, was ist das? So kleine Dinger. Hier steht ab 8 Monate. Oh, guck mal, jetzt hat er das andere da hinten entdeckt. Was ist das denn? Erstmal im Mund. Erster Kontakt von Milo ist alles im Mund. Ich muss ja erstmal gucken, ob das schmeckt. Ja. Ist was Essbares? Oh, was ist das? Guck mal, sowas hier. Sowas hat doch auch jedes Kind, oder? Oh, irgendwie. Da kann man das so reinschmeißen, die Form. Hey, lass ihn das reinwerfen. Ja, muss man ihn ja mal zeigen, ne? Deine Ausbeute hier. Ja, aber jetzt gib ihm das Quetschi sofort. Er hat Hunger. Ja, jetzt ist der Milo auch wieder im Kommen. Aber er sieht gar nichts von dort unten, Mops. Ja, da kommt ja Luft raus. Warum kommt denn da Luft raus hier? Ja, das gibt's ja gar nicht. Boah, das ist ja schon gesunken. Oh, mach schön vielleicht Luft da rein. Wenn du da noch mehr Luft reinmachst, dann bleibt es vielleicht noch mehr unter Wasser. Dann. Ja, es bleibt immer noch eine Stunde Versatz zu euch. Also wir sind ja in der UTT-Zeit 0 und ihr seid plus 1. Also wenn es hier 10 ist, ist immer noch bei euch 11. Also wir haben noch eine Stunde hinten her und ja, es geht ja auch darum, Ostern, dieses gemeinschaftliche, ich glaube, alle so zusammensitzen, Mops, natürlich dann diese strahlenden Kinderaugen ist halt sehr besonders, oder? Ja, ich glaube, für viele Kinder ist es was Besonderes. Der Mian, der sagt immer, Ostern mag er am meisten. Er hat auch schon letztes Jahr gefragt, wann denn Ostern ist, weil dieses Suchen macht ihnen absolut Spaß. Und so geht es vielleicht vielen Kindern. Es geht ja gar nicht darum, dass der Osterhase große Sachen oder irgendwie was bringt. Das entscheidet ja der Osterhase, da steckt man nicht drin, aber ja, hier gibt's, der Osterhase bringt hier immer eine Kleinigkeit, ein bisschen Süßigkeiten, so kenne ich es auch von früher und es ist halt schön, es geht ja nicht ums Schenken, sondern es geht vielleicht so um die Freude daran einfach und wir wollten euch heute einen schönen Ostern wünschen. Wir hoffen, ihr konntet irgendwie schön mit der Familie beisammen sein, vielleicht schön frühstücken, Oma, Opa besuchen oder irgendwie lecker essen und euch einen schönen Tag machen. Und das ist natürlich jetzt mal ein anderes Video. Der ein oder andere, ich weiß nicht, mag vielleicht enttäuscht sein oder der guckt gar nicht das Video bis jetzt. Aber wir machen ja gerne Vlogs, wir nehmen euch bei allen mit und wir haben gesagt, Mensch, es ist heute Sonntag, es ist Ostern, wir wollten jetzt hier nicht ein normales Teneriffa-Tour-Vlog-Video machen, sondern wir wollten dann einfach ja, ein Ostergrüße euch senden aktuell und deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen nicht so spannend, weil wir jetzt ja nicht irgendwie zeigen, wo wir sind, was wir genau machen, sondern einfach tagesaktuelle liebe Grüße an unsere Zuschauer senden und ja. Genau. Genau, also wir können schon mal spoilern, es wird weitergehen bei Illo und Mops. Also ich glaube, selbst das nächste Video könnte schon sehr spannend werden für euch. Wir freuen uns auf jeden Fall weiterhin, euch mitzunehmen. Wir werden Teneriffa verlassen. Genau, das haben sie jetzt gefragt, ob ich das sagen darf. Genau, also wir sind schon jetzt gerade nicht mehr auf Teneriffa, ja, wir sind, dass ihr Bescheid wisst. Morgen kommt schon die nächste große Veränderung, also das können wir auf jeden Fall sagen. Und ja, es macht weiterhin Spaß, euch natürlich auch gerade, wie Mops schon sagt, bei unseren kleinen Problemen mitzunehmen, die halt jeder hat. Ne? Genau, und bei uns ist es einfach, wir zeigen, was der Alltag ist, wie es ist und deswegen zeigen wir euch heute auch aktuelle Ostergrüße und nichts weiter. Wollten wir aber einfach senden, wir wollten nicht so tun, als wenn es wie jeder Tag ist und genau, deswegen ist heute mal abseits des normalen Videos einfach mal so nette Grüße. Für diejenigen, die uns vielleicht noch nicht abonniert habt, ihr könnt uns natürlich auch abonnieren. Das ist kostenlos, das kostet gar nichts. Und, ich hätte noch eine Sache, da würde ich mich natürlich, ja, aber da würde ich mich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster hängen. Wir haben kein 33.000 Abonnenten-Special gemacht. Wir haben kein 34.000 Abonnenten-Special gemacht, weil wir es irgendwie immer das Gleiche sagen und wir haben da sowas vor für 35.000. Schaffen wir es live zu gehen? Oh Gott. Ach, das ist ja nicht mehr weit. Ja, das ist jetzt echt nicht mehr weit. Das weiß ich nicht, genau. Also das hat nichts mit dazu. Wir haben ja immer sonst Danke gesagt, aber das ging jetzt irgendwie so rasend schnell und uns fehlen die Worte und jedes Mal das Gleiche zu sagen. Ja, aber live wäre schon cool wieder mal. Ne? Ja, also wir denken irgendwann mal wieder live zu gehen. Wann nicht? Vielleicht bei 35, vielleicht bei
40. Aber wir haben spätestens bei 40 werden wir live gehen. Mal schauen. Also ja, mal gucken, wie schnell die Zeit. Also wir würden es vorher ankündigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich sie überredet kriege, mal eine halbe Stunde mit euch live zu gehen, wo ihr natürlich auch wieder Fragen stellen könnt. Und wo wir sie auch beantworten. Und ja, jetzt hören wir ja, mal auf. Wo wir einfach mal im Talk mit euch kommen. Ja, ja, genau. Live, damit live, man uns genau live. Selbst das ist ja jetzt gerade eben wieder live. Also genau, heute am Sonntag, was haben wir denn? Letzten Tag des März. Ich glaube, ne? 31. ist heute, ist ja das richtig? So, jetzt hört's auf ja hier mit dem Video, ne? Okay. Macht's euch schön. Ja, wir werden uns heute morgen auf jeden Fall einen schönen Tora-Tag machen und schöne Ostergrüße. Schreibt doch mal, wie ist das Wetter bei euch heute Ostern? Das würde mich mal interessieren. Gut, habe ich gehört. Geht ihr raus? Was macht ihr als Familie mit Kindern und so heute an dem Tag? Ich weiß, mein Opa ist früher zum Beispiel mit mir in den nicht Westfalenpark. Wir sind öfters mal nach Hohensieburg in den Park sind die, glaube ich, ist mein Opa mit mir gefahren. Und da haben wir immer einen schönen Tag dann verbracht. Und ja, genau, so schwelgt man in Kindheitserinnerungen. Oder okay, bei meinem Opa war immer der Osterhase gewesen. Quatsch den ganzen Tag so viel. Okay. Also die uns kennen, die wissen, dass er das ist. Wir können ja mal Isabel und den Daniel fragen. Ja, da sollten wir demnächst mal fragen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.